Uwe Döscher aus Frelsdorf war gar nicht gut zu sprechen auf die Telekom. Doch dann kam die Nordsee-Zeitung mit ihrer Aktion Wir kümmern uns und dann wurde alles besser. Aber der Reihe nach. Uwe Döscher hat in Frelsdorf einen neuen modernen Stall gebaut für seine Kühe. 1,5 Millionen Euro hat er investiert. Und um ein professionelles Herdenmanagement betreiben zu können, braucht er dringend einen Internetanschluss, damit alle Daten schnell verfügbar sind und weitergeleitet werden können. Ja, aber dann kommt die Telekom ins Spiel. Die hat es in 7 Monaten nicht geschafft, einen Anschluss zu legen. Uwe Döscher stand quasi auf dem Trockenen. Und ja, bevor es dann gar nicht mehr weiterging, meldete sich der Landwirt bei der Nordsee-Zeitung. Wir kümmern uns, hat helfen können, hat das Problem lösen können und wir waren dann im Anschluss zu Gast bei Uwe Döscher zu einem Dankesvideo. Herr Döscher, Sie sind Landwirt und Sie hatten Probleme mit der Telekom. Sie brauchten unbedingt einen schnellen Internetanschluss. Das hat nicht funktioniert. Dann kam die Nordsee-Zeitung mit der Aktion Wir kümmern uns und jetzt gibt es ein bisschen Licht am Ende des Horizonts oder am Ende des Tunnels. Ja, ich war gerade am Frühstücken, hat die Nordsee-Zeitung in Radio die Werbung gemacht, wir kümmern uns. Und da habe ich mir direkt die Nordsee-Zeitung geschnappt, die Nummer rausgesucht, angerufen. Und dann hat ein Kollege gesagt, er ruft zurück, hat zurückgerufen. Und dann kam einer her, hat sich das angehört. Und dann haben die sich dann gekümmert, dass ich jetzt Internetanschluss habe. Sie haben hier einen großen landwirtschaftlichen Betrieb. Warum brauchen Sie denn unbedingt Internet? Allein um die Melktechniker, die Bumatic-Firma, die setzt das voraus, dass wenn ich den Stand nehme oder genommen habe, dass ich dann auch Internet habe, weil die dann Updates und all so ein Kram alles über Internet machen. Das heißt, wenn es kein Internet gibt bei Ihnen, können Sie den Betrieb nicht so abwickeln, wie es eigentlich sein müsste? Ja, da ist so auch nachher den Transfer von Kuhdaten von hier nach Hause und der die Futterberechnung macht und sowas. Das muss ja alles über Internet passieren. Jetzt hatten Sie kein Internet. Jetzt, wie fühlt man sich eigentlich als Kunde, wenn man irgendwo nicht weiterkommt? Wird ziemlich aufgeschmissen. Auch so ein bisschen verarscht ist das irgendwie. Wenn man möchte, ruft er an, spricht mit einem. Der sagt, der kümmert sich und meldet sich wieder zurück und nichts passiert. Dann ruft man da wieder an, hat wieder eine andere Person an der Leitung. Den erzählt mir das wieder alles, sagt, kümmert sich, nichts passiert. Dann geht man zum Telekom-Shop in Bremerförde und die sagen, jo, wir hätten gleich kommen müssen, die kümmern sich. Die kommen aber auch nichts weiter, ruft man da an wieder. Ich weiß nicht, irgendwie ist der Auftrag storniert worden, weiß nicht, wie das angehen kann. Und von daher ist es immer gut, wenn ein Partner wie die Nordsee-Zeitung dann doch mal nachhakt, das ist dann nochmal eine andere Qualität. Ja, da ging das dann, wo die Nordsee-Zeitung nachgehakt hatte, war innerhalb von knapp einer Woche. Oder ein paar Tage hatte die Telekom angerufen. Ich hatte einen speziellen Ansprechpartner. Die haben sogar sonnabends die Router und sowas hergebracht. Am Montag hatte ich dann die Zugangcodes. Das ging dann ruckzuck.